Wie ist das bei dir in der Arbeit? Kennst du das? Alles wird immer schneller und vernetzter. Und es gibt Unmengen von Informationen, die rasche Reaktionen erfordern. Entscheidungen trifft man besser sofort. Und man sollte auch Alternativpläne zur Verfügung haben, weil sich die Situationen so schnell verändern können. Oder du hast eine zündende Idee, kannst sie aber nicht umsetzen, weil du sie erst mit deinem Vorgesetzten besprechen musst und der wiederum mit seinem Vorgesetzten. Manchmal fühlt es sich so an, als rennst du gegen eine Mauer. Oder du fühlst dich echt ausgebremst, weil du immer auf die Entscheidung anderer warten musst. Du würdest gerne Gas geben, aber du kannst nicht, weil es die Strukturen nicht zulassen. Vielleicht bist du auch selbst eine Führungskraft und fändest es richtig gut, wenn du nicht immer du zum Flaschenhals wirst und alle Entscheidungen am Ende auf deinem Schreibtisch landen. Zumal du davon überzeugt bist, dass du echt fähige Mitarbeitende hast, die kompetent und informiert selbst Entscheidungen treffen könnten, wenn sie die Möglichkeit dazu haben. Probier doch mal etwas Neues. Holacracy. Holacracy ist ein Organisationsmodell, das die Zusammenarbeit in einem Unternehmen ganz anders strukturiert. Bei Holacracy werden Arbeitspakete in Form von Rollen definiert und Entscheidungsbefugnisse dezentral im Unternehmen verteilt. Die Menschen, die diese Rollen besetzen, haben volle Autorität, alle für diese Rollen relevanten Entscheidungen selbst verantwortlich zu treffen und können somit schneller auf Veränderungen reagieren. Führung und Stabilität gibt bei Holacracy die Frage nach dem Warum, dem Sinn und Zweck einer Organisation. Außerdem gelten für alle die gleichen Spielregeln, die in der Holacracy-Verfassung für alle transparent und zugänglich sind. Die Verfassung regelt, wie Arbeit in der Organisation prozessiert wird oder wie Anpassungen an der Struktur selbst ablaufen. Du hast Lust bekommen, mehr über Holacracy zu erfahren? Bei unserem Workshop stellen wir das Konzept vor und ermöglichen dir, das Modell mal unverbindlich auszuprobieren, damit du erleben kannst, schneller, flexibler und sinnorientiert zu arbeiten.